dann wird es natürlich auch auf Abruf nochmal geben, die Session. Danke, Dominik. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, dass ich eine Session hier übernehmen darf. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Tobias Wadenka, bin derzeit so auf dem Weg vom Spieler zum Trainer. Bis vor ein paar Jahren war ich noch in Saarbrücken als Einzelspieler am Olympiastützpunkt. Jetzt bin ich mittlerweile wieder in der Heimat in Bayern und sehr viel in den Trainerausbildungen im Einsatz und auch im Nachwuchsleistungssport hier in Nürnberg am Stützpunkt. Und jetzt im Moment in den Ferien bin ich hier auch, oder auch generell, wenn nicht, nicht in den Ferien, in der Corona-Zeit und auch davor, bin ich auch hier fürs Athletiktraining verantwortlich und bin dementsprechend auch hier bei uns am Stützpunkt so für die Steuerung, Leitung von den ganzen Athletikeinheiten und sehr viel Training zu Hause zuständig. Und das ist ja sicher ein Thema, was uns alle beschäftigt. Ich denke, es interessiert euch auch, sonst wärt ihr heute nicht hier. Und mein Ziel ist heute eben Einblick in das Thema zu geben, praktische Tipps zu geben, aber auch ganz, ganz viele Inputs in die Richtung, wie können wir am Ball bleiben, wie können wir die Zeit für uns möglichst gut nutzen. Als kurzer Überblick für die Session heute, ich möchte am Anfang einen ganz kleinen theoretischen Start zum Thema Stabilisation, Mobilisation geben und im Anschluss gehen wir dann direkt in den Praxispart rein. Es wird nicht so lang wie am Freitag, wer vielleicht letzte Woche Freitag bei Marcel Wilbert schon mit dabei war. Wir werden einen kürzeren Ausschnitt machen, wir machen auch keine volle Session, sondern eher so beispielhafte Einblicke und einen ganz kurzen Kraftzirkel. Und ihr habt die Wahl, natürlich müsst ihr nicht mitmachen, ihr dürft aber sehr, sehr gerne mitmachen, ist alles auch zum Mitmachen gedacht. Und alles, was ihr braucht, habe ich links schon in den Chat reingeschrieben. Also ihr braucht im Endeffekt nur ein Handtuch, irgendwas mit wie ein Stuhl oder Höhe von einem Stuhl, Couch, Bett, was auch immer, wenn ihr das im Raum habt, super. Und wer es ein bisschen schwerer haben will, noch ein Gewicht dazu. Genau, dann nach dem Praxispart soll ich noch... Ach so, ja, Melli, kein Problem, das ging nur darum, ob du mich hörst, aber das tust du ja offensichtlich. Genau, danach soll es noch darum gehen, was können wir sonst noch tun, neben dem Part Athletik, also Stabilität, Mobilität, wo es erstmal am Anfang vor allem darum geht. Und danach geht es dann vor allem darum, was können wir machen, um nachhaltig Trainingserfolg zu haben. Also das, was ich gerade schon gesagt habe, lange am Ball bleiben, auch regelmäßig Sessions machen. So, jetzt. Und wie wir uns und andere motivieren können. Zum Einstieg würde ich gerne gleich nochmal mit so einer Umfrage starten. Das Umfragetool habt ihr gerade schon kennengelernt. Und zwar, was ist jetzt erstmal, auch weil es mich interessiert, euer vorrangiges Ziel? Also mit wie vielen Spielern habe ich es zu tun, mit wie vielen Trainern vielleicht? Geht es euch jetzt im Moment vor allem darum, selber fit und stark zu werden oder zu bleiben? Geht es euch eher, Antwort B, mehr darum, anderen dabei zu helfen, fit und stark zu werden? Oder sagt ihr, beides für mich gleich interessant oder ungefähr gleich interessant? Genau, ihr kriegt jetzt wieder eingeblendet A, B, C und einfach mal eure Einschätzung abgeben. Wir warten kurz ein paar Sekunden, aber sind schon fast alle Abstimmungen da. Okay. 10 fehlen noch, aber kurz. Okay, gut, dann schließen wir mal. Ihr kriegt das Ergebnis auch immer rechts unten jetzt eingeblendet. Also ich sehe schon ganz, ganz viele, die aktiv sein wollen, die sich selber betätigen wollen. Und auch die, die Trainer sind, scheinen zum Großteil beide Aspekte abdecken zu wollen. Also sie wollen andere fit halten, aber gleichzeitig sich selber auch. Warum ich das extrem gut finde, werde ich ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, dass wir, ich habe mir gewünscht, dass wir so ein Umfragebild hier bei der Umfrage haben. Okay, dann steigen wir ein und zwar, vielleicht kennen einige von euch Tony Robbins, der ist ein sehr bekannter Performance- und Life-Coach aus den USA. Ja, also teilweise sehr amerikanisch auch, was er macht, aber er hat auch extrem viele spannende Vorträge zum Thema, wie kann ich mich auch motivieren, zum Thema Mindset. Und es gibt einen tollen Vortrag, den kann ich euch später gerne dann noch als Link schicken. Also es ist eine Podcast-Folge, wo man den anhören kann, wo er sagt, you need 3 keys for a breakthrough. Also er beschreibt das mit 3 Wörtern, die schönerweise alle mit S anfangen, deshalb kann man sich super merken. Und anhand der Einheit möchte ich euch eigentlich durch diese 3 S führen. Also wo es, was man aus seiner Sicht braucht und was ich auch vollstens bestätigen kann, was man braucht, um richtig gutes Training zu Hause zu machen, motiviert zu bleiben und es durchzuziehen. Wir fangen mit dem ersten S an und
es geht jetzt ja schon darum, wir gehen gleich in den Praxisteil, es geht um Übungen, es geht um eine Strategy, also einen Plan, einen Trainingsplan, den wir haben wollen. Und natürlich vor allem uns aus Trainersicht extrem wichtig, aber auch für jeden Spieler, je klarer wir in so einer Phase jetzt sind, wo wir auf uns alleine gestellt sind in vielen Situationen, wo wir keinen Trainer, kein geleitetes Training haben, brauchen wir natürlich eine gute Strategie und müssen wissen, was sollen wir machen. Zum Athletiktraining zu Hause. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bevor wir jetzt gleich in die Praxis starten, ist so ein kleiner theoretischer Ansatz. Und vielleicht da auch noch mal ganz kurz die Frage, wer von euch hat denn schon mal vom Joint-by-Joint-Approach gehört? Auch da einfach ja schon mal gehört, nein noch nicht gehört. Ich denke, alle, die Trainerscheine gemacht haben, sind dem bestimmt schon mal über den Weg gelaufen. Aber sieht so aus, die große Mehrheit noch nicht gehört. Okay, gut, da haben wir ungefähr 40 zu 12. Also sehr viele, die ihn noch nicht gehört haben. Ich möchte auch gar nicht zu sehr jetzt ins Theorie-Detail gehen. Ich möchte nur ganz kurz die Grundzüge dieses Ansatzes mal erklären, weil er uns extrem dabei hilft, Übungen auszuwählen und unser Training für uns selber oder für andere zu gestalten. Und zwar geht der Ansatz davon aus, dass wir Gelenke mit verschiedenen Funktionen haben. Es gibt Gelenke, die sollen eher mobil sein, also da wollen wir viel Beweglichkeit. Und auf der anderen Seite gibt es Gelenke, da wollen wir nicht zu viel Beweglichkeit, beziehungsweise die Gelenke haben eine ganz klare stabilisierende Funktion. Wenn wir jetzt von mobilen Gelenken oder wenn wir mit mobilen Gelenken mal anfangen, unten Sprunggelenk, wollen wir mobil sein. Wir werden gleich sehen, Sprunggelenk ist ein bisschen komplizierter, weil es sich in viele verschiedene Richtungen bewegen kann und nicht jede beweglich sein soll, aber vorrangig viel Mobilität. Hier Knie nicht, dann nächster Punkt ist die Hüfte, hier brauchen wir auch Mobilität. Dann bei der Wirbelsäule unterteilt man in Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule. Die Brustwirbelsäule, da wollen wir mobil sein und dann letztendlich am Schultergelenk. Handgelenk auch, das schauen wir uns heute nicht so genau an, aber das sind so die Punkte, die wir auch gleich im Praxis-Workout nochmal durchgehen werden. Also Sprunggelenk, Hüfte, Brustwirbelsäule und Schulter. Wenn wir drauf gucken auf die stabilen Gelenke, dann haben wir hier, wie gesagt, Sprunggelenk sind ein bisschen eine Doppelrolle. Dann genau die fehlenden eben das Knie, Lendenwirbelbereich. Und hier, das ist nicht das Schultergelenk, sondern das ist mehr das Schulterblatt, also was sozusagen eure Schulter hier stabilisiert, in Position hält. Kein richtiges Gelenk in dem Sinn wie jetzt die Schulter, aber zählt zur Schulter mit dazu. Von daher haben wir hier auch so eine Doppelfunktion. Okay. Wer vielleicht jetzt hier aufgepasst hat, der merkt, mit Ausnahme von dem Sprunggelenk hier, ist immer im Wechsel ein mobiles, ein stabiles, ein mobiles, ein stabiles. Und das ist ganz, ganz wichtig und auch sinnvoll zu verstehen, denn man kann sich auch ziemlich viele Verletzungen dadurch erklären. Wenn ich zum Beispiel hier in der Brustwirbelsäule nicht mobil genug bin, dann, wenn ich in links vom Kopfecke reingedreht werde, dann versucht mein Körper natürlich den Schlag irgendwie zu ermöglichen und holt hier Mobilität raus aus einem Bereich, wo wir eigentlich stabil sein wollen, wo wir gar nicht viel Beweglichkeit zulassen wollen. Und klassische Ursache für Schmerzen hier unten ist eigentlich ein Mobilitätsproblem da oben. Also die Bereiche beeinflussen sich gegenseitig und deshalb Mobilität und Stabilität hängt extrem stark zusammen. Und mit diesem Ansatz kann man auch immer sehr gut nach Problemen für vielleicht eventuelle Schmerzen oder Einschränkungen suchen. Ja, wie gesagt, wir gehen es gleich in der Praxis alles nochmal durch. Und soweit erstmal zu dem sogenannten Joint-by-Joint-Approach, den wir jetzt nochmal gleich veranschaulichen wollen. Kurz zuletzt, bevor wir in die Praxis gehen, es gibt noch so ein paar grundsätzliche Tipps, die ich fürs Athletiktraining zu Hause jetzt, vor allem auch, wenn wir noch nicht im absoluten Hochleistungsbereich sind, erstmal um leichtes Athletiktraining oder Athletik für jedermann zu machen, sind zum einen immer Übungen mit Dynamik nehmen. Wer am Freitag mit dabei war bei Marcel mit Mobility, war das schon ganz genauso. Es war immer irgendwie Bewegung mit dabei. Werde ich auch gleich im Zirkel nochmal erklären, warum das beim Stabilisationstraining genauso sein sollte. Dann Nummer zwei, wir werden sehr, sehr viel, oder wir machen jetzt nur einen ganz kurzen Ausschnitt, aber vieles auf einem Bein. Auch das ein Tipp, warum einbeinig sinnvoll ist, werde ich auch gleich zeigen. Und dritter wichtiger Punkt, wir wollen auf Qualität und Bewegungskontrolle achten. Auch das hat Marcel im Mobility Workout schon, finde ich, sehr, sehr gut deutlich gemacht. Es geht bei uns nicht darum, jetzt
abzuarbeiten, sondern wir wollen lernen, unsere Muskulatur möglichst perfekt anzusteuern, vor allem dann im Stability-Training und einfach saubere, kontrollierte Bewegungen miteinander zu verbinden. Also es wird auch immer mal wieder eine bisschen komplexere Bewegung beim Stability-Training dabei sein, die einfach fordernd ist. Und wir werden sehen, eine Übung, glaube ich, die verdeutlicht dann auch ganz gut, wie viel auch dann diese Bewegungsqualität ausmacht im Sinne von Intensität. Ich kann das schlecht machen, dann ist es einfach. Wenn ich es mit guter Qualität mache, wird die Übung auch wirklich fordernd und schwer. Okay, genug der Worte. Dann, ich schwenke einmal kurz rum in mein privates kleines Fitnessstudio hier und ihr könnt euch mal in Position bringen, vielleicht die Matte ausrollen, wenn ihr eine Matte oder was in der Richtung habt und dann legen wir gleich los. Genau, für die, die es noch nicht gesehen haben, ihr könnt das Video maximieren bzw. auch die Präsentation minimieren und dann könnt ihr jetzt, wenn ihr mitmachen wollt, das Video natürlich sinnvollerweise groß machen, dass ihr nicht besser seht. Und als Hinweis, ich bin leider im Moment nicht ganz fit, deshalb habe ich zwei Spieler eingeladen von uns, die den Zirkel gleich mitmachen werden und an denen ihr euch dann immer orientieren könnt. Von den Übungen her. Den Mobility-Part, wir legen mit Mobility los, kann ich problemlos mitmachen, machen wir gemeinsam. Und Übung Nummer 1 kennt ihr auch schon vom Freitag, wenn ihr mitgemacht habt. Eine super Übung. Wir fangen unten an beim Sprunggelenk und zwar gehen wir in die Position, also wir sitzen auf den Fersen, drücken uns hoch, und dann machen wir einen Ausfallschritt und drücken das Knie möglichst weit nach vorne, gehen wieder raus, gehen zurück, anderes Bein. Knie geht weit über den Fuß drüber, ohne dass die Ferse abhebt und wieder zurück. Immer im Wechsel, rechts, links. Ich mache es jetzt so ein bisschen schräg, dass ihr das Knie gut sehen könnt. So weit nach vorne wie möglich. Okay. Und jetzt, auch das war Freitag schon mit dabei, glaube ich, dass wir noch Richtungen mit reinbringen. Also wir gehen mal nach schräg vorne und wir nehmen jetzt auch den Arm mit dazu. Wenn wir mit rechts rausgehen, rechter Arm. Wenn wir links rausgehen, linker Arm. Und dann auch noch komplett zur Seite. Zack. Hier raus. Und das gleiche links. Links raus. Wir machen noch einen Durchgang. Einmal. Gerade nach vorne, links nach vorne. Genau in diese Bewegungsrichtung wollen wir vor allem Mobilität im Sprunggelenk erzeugen. Zur anderen Richtung, zur anderen Bewegungsrichtung, zur anderen Ebene kommen wir dann gleich noch. Und letzte Wiederholung, einmal noch zur Seite raus. Okay. Übung 2, auch das. Für die, die freitags dabei waren, schon bekannt. Und zwar finde ich die Übung super, weil das Thema Geschmeidigkeit, Bewegungsfluss auch schön mit reinkommt. Wir rollen immer rückwärts und rollen dann nach vorne in diese sitzende Position, ein Knie hier neben dem Fuß. Und wir richten uns auf im Oberkörper, rollen wieder zurück und rollen genau in die andere Position nach oben raus. Immer im Wechsel, schön dynamisch, immer wenn wir oben sind, wirklich schön groß machen. Und wieder zurück. Ja. Und jetzt fügen wir am Ende noch eine Hüftstreckung mit ein. Das heißt, wir drücken uns immer raus, gehen wieder runter und rollen auf die andere Seite. Sagt Hüfte raus, absetzen und runter. Immer den Arm hin und her wechseln. Versucht so geschmeidig wie möglich in den Bewegungen zu sein. Wir machen noch zwei Stück. Okay, gut. Jetzt waren wir bei der Hüfte. Wir gehen zwei Schritte hoch. Hier soll man stabil sein. Hier brauchen wir wieder Mobilität. Und dafür gehen wir in den Schneidersitz. Nehmen die Hände hier an die Schläfe ran, richten uns wieder richtig schön auf, also Brust raus und dann drehen wir in eine Richtung, bis es nicht mehr geht und dann gehe ich mit dem hinteren Ellbogen Richtung Boden wieder hoch und dann sollte ich einen Ticken weiterkommen. Nochmal runter, hoch und dann eine dritte Stufe. Immer dreimal, dann Seitenwechsel, genau das gleiche Spiel hier drüben. Runter, Ticken
weiter. Und Stufe 3. Und wieder von vorne, rechte Seite. 1. 2. Okay, andere Seite. Machen es noch einmal. Kämpft immer darum, eine schöne aufrechte Position zu haben, dass ihr bei den drei Stufen nicht rund werdet im Rücken. Okay, gut. Brustwirbelsäule damit auch abgedeckt. Und ihr seht schon, wir arbeiten uns Schritt für Schritt von oben, von unten nach oben. Jetzt letzte Sache, Schulter. Wir wollen die Schulter mobilisieren. Und dafür, wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden, es können auch einfach mal Standardübungen sein, die Armkreise. Ja, super Möglichkeit, den Arm zu mobilisieren. Ihr könnt es entweder normal machen, also einfach stehen, oder als Tipp, wenn ihr eine Wand habt, geht mal an die Wand ran und kreist an der Wand entlang. Also ihr geht mit der Schulter hier wirklich ran und zwingt euch so zu großen Kreisen. Ihr müsst den Bewegungsradius so groß wie möglich machen. Ja, und wir kreisen immer rückwärts. Wir haben am Bett schon genug Bewegungen, die immer nach vorne gehen. Jetzt auch mal ein ganz guter Ausgleich. Viele Bewegungen oder viele Wiederholungen hier nach hinten. Schöne große Kreise. Jawohl. Wir wechseln die Seite, andere Schulter genauso. Große Kreise rückwärts. Auch da, wie gesagt, wenn keine Wand da ist. Geht auch ohne Wand, aber die Wand hilft auch nochmal so dabei, den Bewegungsradius oder die Bewegung ein bisschen größer zu machen. Ja, letztes Mal. Okay, gut. Auch hier, wie gesehen, alles eigentlich dynamisch gewesen. Wir haben jetzt so im Schnelldurchlauf die vier Punkte durchgemacht. Eine Übung, die ihr bestimmt schon sehr, sehr häufig gesehen habt, das sogenannte World's Greatest Stretch, also dieser Ausfallschritt mit Arme hier, geht runter und hoch. Warum sieht man die so oft? Da ist schon sehr viel drin. Da ist Hüfte viel drin, ich habe Brustwirbelsäule, ich habe ein bisschen Schulter und Sprunggelenk auch. Also das ist vor allem auch so aus dem Zeitaspekt heraus, glaube ich, geboren, dass man einfach viele Sachen gleichzeitig mobilisieren will. Und daher seht ihr das oft und ist auch eine super Übung. Also nutzt die gerne auch, wenn ihr vor dem Training euch mobilisieren wollt. Da deckt ihr sehr viel von diesen vier Bereichen mit ab. Okay, gut, das wäre es eigentlich schon. Wie gesagt, ist ein ganz kurzer Durchlauf gewesen. Man kann das alles viel länger machen, noch verschiedene Übungen einbauen. Aber ich glaube, ihr habt am Freitag schon genug kennengelernt zum Thema Mobility. Wir wollen jetzt noch auf das Thema Stability gucken, also vor allem Kräftigung. Und erste Übung, die wir hier machen. Wir machen es gleich, wir müssen nicht mitmachen. Ich erkläre einmal vier Übungen und dann gehen wir in Zirkelform immer die vier Übungen durch und machen zwei Runden, also zweimal vier Übungen als Zirkel. Erste Übung, wir gehen in Rückenlage. Beide Beine strecken wir gerade nach oben und jetzt zeigt sich schon, wer eine gute Hüftmobilität hat und wer gute Spannung im Rumpf hat. Wenn ihr es schafft, hier ganz gerade zur Decke zu kommen, super. Dann geht immer ein Bein nach unten, das andere bleibt möglichst gestreckt. Wir klatschen vor dem Bein und das andere kommt hoch. Ja, und jetzt hier Beispiel, wenn ich die Übung so mache, ja, dann wird es nicht anstrengend, dann bringt es mir auch nichts in Bezug auf Bewegungsqualität, Bewegungskontrolle. Wenn ich aber um jedes Grad hier in den Knien kämpfe, immer gestreckt halte, dass sich das obere gar nicht bewegt, wenn ich runtergehe, alles schön langsam und mit Spannung ausführe, genau das ist das, was wir gleich wollen. Also schaut, möglichst viel Kontrolle und Qualität in jede einzelne Bewegung zu kriegen. Übung 2, wir gehen Richtung Beine, und zwar Beinachse. Jetzt, wenn ihr zum Beispiel ein Handtuch euch geholt habt oder vielleicht, wenn ihr auch so ein Wackelpad habt, geht beides. Einfach ein Beinstand darauf. Wir wollen erstmal so einen wackeligen Untergrund schaffen, denn jetzt seht ihr schon, das Knie muss automatisch arbeiten. Ich habe hier diesen Stabilitätseffekt und genauso ein Sprunggelenk auch, muss ich unten in die Richtung arbeiten, dass ich hier nicht zur Seite wegknicken. Also Beinstabilität super, alles was mit Einbeinstand zu tun hat. Und wir machen uns noch ein bisschen komplizierter. Wir nehmen Bewegungsmuster mit rein, und zwar die Standwaage. Das heißt, wir wollen in einer Linie bleiben,
möglichst parallel runter zum Boden kommen und dann wieder hoch. Aber alles schön stabil, vor allem der Weg nach unten. Spannung im ganzen Körper behalten und zack, wieder nach oben. Ihr könnt es hier beliebig schwieriger machen, indem ihr zum Beispiel extrem schwer wird es, wenn ihr die Augen zumacht. Ihr könnt aber auch Gewicht hinzufügen. Für alle, die jetzt vielleicht eine Kurzhantel oder irgendwie ein Sixpack oder eine Wasserflasche haben, könnt ihr die diagonal nehmen, dann hier als Gewicht mit runter. Auch hier wieder, schaut drauf, maximale Qualität in der Bewegung. Übung Nummer 3, wir machen einen Stütz, ganz klassisch, aber das ist das, was halt oft statisch gemacht wird. Wir halten 30 Sekunden Unterarm Stütz. Wir wollen Dynamik reinbringen, um vor allem die kleine stabilisierende Muskulatur noch mehr herauszufordern, vor allem hier im Core-Bereich. Und zwar wechseln wir immer zwischen Unterarmstütz und Stütz. Und im Stütz berühren wir dann immer noch diagonal die Schulter. Zack, und gehen wieder runter. Ziel ist es jetzt hier, vor allem in der Hüfte, so fest wie möglich zu bleiben. Wir wollen hier nicht kippen, sondern wenn wir hochgehen, bleibt der ganze Körper stabil, auch wenn wir die Hände abheben. Wollen wir nicht reinkippen, sondern hier auch fest bleiben. Und ihr könnt steuern, Füße weit auseinander wird leichter, Füße enger zusammen wird schwieriger. Übung 3. Und letzte Übung. Und wieder eine Einbeinübung. Da braucht ihr jetzt den Stuhl. Und zwar zwei Fußlängen vor dem Stuhl setzt ihr euren Fuß ab. Der hintere wird hochgelegt. Und jetzt versuchen mit neutralem Rücken hier runter zu gehen. Die Belastung oder das Gewicht liegt auf eurem vorderen Bein. Sagt das hintere ist nur, um beim Ausbalancieren zu helfen. Hier vorne wollen wir arbeiten. Wenn ihr merkt, das hintere arbeitet zu viel mit, dann steht ihr zu weit weg vom Stuhl. Und auch hier wieder, werdet ihr gleich auch bei den Jungs sehen im Video. Ihr könnt auch hier Gewicht dazu nehmen, um es schwieriger zu machen. Also hier vorne. Rücken bleibt immer neutral, gerade. Wir wollen nicht ins Hohlkreuz oder nicht rund werden. Und das ist Übung Nummer 4. Okay, habt ihr irgendwelche Fragen? Dann jetzt noch kurz in den Chat. Sonst starte ich den Timer. Ihr hört es dann auch unterpiepen. Und genau, wer möchte, kann auch gerne sein Video aktivieren, wenn er Feedback haben will. Ich schaue es mir an und genau, gebe ein bisschen Rückmeldung. Und wir starten in 20 Sekunden. Ja, hallo Julian, ich glaube, das ist einer der beiden Spieler. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Matthias. So, genau, zu dritt sind wir, oder zu dritt seid ihr. Okay, in 10 Sekunden geht's los beim nächsten Klingeln. Wir starten mit der Übung Beine absenken, Rückenlage bereit machen. Let's go. Und los geht's. Gut. Wir wollen die ganze Übung durchgängig Spannung im Bauch haben. Immer stabil bleiben. Die Beine wechseln schön langsam die Position. Jawohl, machen die drei sehr gut. Ja, noch 10 Sekunden. Haltet die Qualität der Bewegung oben. Lasst die Beine gestreckt, so gut es geht. Und stopp. Okay, dann auf einen wackeligen Untergrund. Wir gehen in die Standwaage rein. Zack. Versucht die Bewegung immer durchs Bein nach hinten einzuleiten und dann geht der Oberkörper nach vorne. Okay, und los geht's. Ziel immer, dass man waagerecht am Ende zu Boden ist. Voll gut, Jungs. Genau, Justin, streck das Bein richtig durch hinten, wenn du oben bist. Yes. Okay, letzten Sekunden. Und stopp. Gut, wir gehen in den Stütz. Immer Wechsel zwischen Unterarmstütz und Liegestützposition mit Berühren der Schultern.
bevor er wieder runtergeht. In 3 Sekunden geht's los. Und let's go. Übung Nummer 3. Auch hier, wie gesagt, ihr könnt steuern, je weiter die Füße auseinandergehen, desto leichter wird es, die stabile Position in der Hüfte zu halten. Je enger ihr geht, desto herausfordernder wird es, desto schwieriger wird es für euch. Und versucht wirklich, da euch reinzufühlen, dass ihr keinen Millimeter ausweicht zur Seite, wenn es hoch und runter geht. Und auch jede Bewegung ist wieder schön langsam und spannungsvoll. Kein Untersacken lassen und kein schnelles Hochdrücken, sondern schön kontrolliert mit Qualität. Okay, und wir gehen in die letzte Übung. Wie gesagt, 2 Fußlängen vor eurem Stuhl oder vor eurer Erhöhung. Setzt den Fuß ab, hinteres Bein nach oben. Und jetzt gehe ich hier mit geradem Rücken, Blick nach vorne, runter. Und auf geht's. Sehr gut, noch 15 Sekunden. Jetzt hier schön langsam auf dem Weg nach unten. Der Weg nach oben darf ruhig ein bisschen zügiger, explosiver sein. So vom Rhythmus 3 Sekunden runter, 1 Sekunde kurz halten und dann schnell explosiv hoch. Und Pause. Gut, wir gehen direkt in die 2. Runde. Wieder Rückenlage, Beine Richtung Decke und schön langsam, stabil, stetig hin und her wechseln und das Klatschen nicht vergessen. Und let's go. Los geht's. Voll gut. Auch beim Klatschen nicht hektisch nach oben und schnell klatschen, sondern kontrolliert Bauch anspannen, nochmal einen Ticken hoch, klatschen und langsam wieder ablassen. Auch da kann man es sich nochmal ein bisschen schwieriger machen, wenn man einfach maximale Qualität in die Übung reinbekommt. Die letzten 5 Sekunden. Noch 3. Okay, Übung Nummer 2. Wir gehen wieder in den Einbeinstand. Und genau jetzt, wenn ihr auf den Videos Jungs seht, der Julian hat zum Beispiel so ein wackeliges oder so ein weiches Softpad, das geht auch, wie gesagt, ein Handtuch tut es auch, wenn es schön weich und ja, nicht ganz so stabil ist, wenn man es oft faltet. Und los geht's. Und auch hier langsam wieder runter, im Moment unten, wenn ihr dann waagrecht zum Boden seid, kurz halten, stabilisiert euch nochmal und dann geht's zügig nach oben, aber mit ganz viel Spannung im Körper. Wenn man von der Seite hinguckt, bleibt Bein und Oberkörper immer in einer Linie. Alles bewegt sich quasi als Einheit. Letzten 3 Sekunden. Okay, und Übung Nummer 3. Wir gehen in den Stütz, wieder Wechsel. Und zwischendrin eine Hand abheben, Schulter berühren. Wenn es zu hart wird, könnt ihr auch hier auf die Knie gehen. Also quasi wie beim Darmliegestütz auch, dann halt nur noch hier arbeiten, auf den Knien. Aber fangt ruhig alle mit der schwierigen Stufe an. Auf geht's. Jawohl, gut. Schön sauber durch jede Bewegung durch. Letzten 10 Sekunden. Nochmal mit maximaler Spannung, vor allem im Rumpf. Da richtig Spannung rein, festbleiben. Und stopp. Wir gehen zur letzten Übung. Jetzt natürlich anderes Bein. Wieder 2 Fußlängen. Vor dem Stuhl,
hinteres Bein ablegen. Und dann gehen wir in die letzten 40 Sekunden. In 5 Sekunden geht's los. Und auf geht's. Macht den Bauch auch hier fest, dass ihr nicht in ein Hohlkreuz reinkommt. Wie gesagt, alle Belastung auf dem Standbein, das hintere hilft zum Stabilisieren. Ja, Julia, du bist ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Geh ein bisschen näher ran. Und noch 10 Sekunden Endspurt. Und stopp. Okay, gut. Dann baue ich mir um. Wir gehen zurück an den Tisch oder an euren Bildschirm. Okay, vielen Dank, Jungs. Danke für eure Demo. Gut, dann. Moment, ich muss die Präsentation wieder. Da. Okay. Gut, also nochmal kurz zu den Übungen. Wie gesagt, wir haben 2 Einbeinübungen schon mal dabei gehabt, weil den Vorteil zum einen, wir haben automatisch, sobald wir ausbalancieren müssen, ganz viel Stabilitätstraining für Knie und für Sprunggelenk mit dabei. Und wir haben auch den Vorteil, Fabi Roth, wer am Montag in der Session dabei war, hat zum Beispiel angesprochen, es geht jetzt halt nichts in Richtung Maximalkrafttraining, weil wir in der Regel keine 120 Kilo oder 100 Kilo Langhanteln daheim haben, für die Leute, die in dem Bereich überhaupt trainieren. Und mit so Einbeinsachen kann man trotzdem noch ganz gut Belastung auch auf zum Beispiel jetzt die Beine bringen. Also mit dieser Einbeinvariante, dann, dass man runtergeht, das ist dann schon deutlich anspruchsvoller, als wenn ich jetzt nur mit 2 Beinen die Kniebeugen mache. Ja, die 3 S kommen gleich. Wir sind noch einmal beim ersten S. Keine Sorge, die S Nummer 2 und 3 gehen schneller, aber sind, wie ihr hoffentlich gleich sehen werdet, mindestens genauso wichtig. Gut, auch da, wenn Fragen da sind, würde ich, schreibt sie euch am besten kurz auf eurem Zettel, dass wir sie am Ende durchgehen, weil sonst wird es wahrscheinlich knapp, wenn jetzt zu viele Fragen kommen. Aber wie gesagt, danach gerne Zeit für alle Fragen, die ihr zu den verschiedenen Themen und Übungen habt. Aber generell, der Ablauf oder beispielhafte Einheit sieht bei uns auch so aus. Wir machen einen Mobility-Part, bisschen länger als jetzt hier gerade, aber vom Prinzip gehen wir von unten nach oben die 4 wichtigen Parts durch und danach ein Zirkel mit 4 bis 8 Übungen. Und meistens haben wir, oder wir haben in der Regel 2 Tage Fokus mehr auf Beine, 2 Tage Fokus mehr auf Oberkörper und machen deutlich mehr Runden jetzt als hier in dem. Es war nur ein kurzer Ausschnitt. Aber ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass auch schon 40 Sekunden von erstmal einfach aussehenden Übungen richtig fordernd werden können und dass die Qualität schon einen riesen Unterschied machen kann, wie intensiv es jeweils wird. Wie angesprochen, möchte ich noch kurz auf andere Bereiche eingehen. Wir haben jetzt ja nur über so dieses Athletiktraining, Mobility, Stability gesprochen. Ausdauer natürlich auch ideal im Moment. Man kann eigentlich alles machen an verschiedenen Läufen, zumindest jetzt noch. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Und wer da interessiert ist, wer da mehr wissen will, dann kann ich nur die Seite von Bundestrainer Di Moruno an die Hand legen, ans Herz legen, der da wirklich sehr, sehr viele detaillierte Pläne auch mit dabei hat, auch alles erklärt, begründet, wie ihr wann trainieren solltet. Und jetzt sicher eine sehr gute Zeit, um da mal reinzugucken und auch in dem Bereich zu arbeiten. Dann zum Thema Mobility. Wer es nicht gesehen hat, schaut dann nochmal in die Session rein von Freitag. Da wirklich nochmal sehr viel im Detail, auch viele Übungsbeispiele und auch, wie gesagt, nochmal viel Dynamik. Und was mir sehr gut gefallen hat auch am Freitag, der Satz, den Marcel gesagt hat, jede Wiederholung zählt. Ich denke jetzt auch vor allem Mobility ist ein Thema. Auch die, die jetzt mehr in der Trainerrolle sind, die nicht Leistungssportler sind, so ein bisschen Mobility jeden Tag tut extrem gut und wir können es immer locker unterbringen. Es kann vor allem jetzt keiner mehr eine Ausrede finden, dass das nicht mehr geht. Genau, also Mobility, Geschmeidigkeit, sowohl für Sportler als auch jeden anderen, ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht. Stabilität, Kraft hatten wir gerade.
Ich habe verschiedene Workouts jetzt, vielleicht kennen einige von euch meinen YouTube-Kanal, habe ich in den vergangenen Tagen auch so Zirkel-Routines und Workouts hochgeladen. Ich habe hier unten auch, das ist ein Video zu dem, vor allem Theorie dahinter, dem Joint-by-Joint-Approach nochmal ein bisschen genauer, wo ich das nochmal erkläre. Also wer nochmal da Infos dazu will, schaut da auch gerne mal rein. Das ist hier so eine Playlist, Training at Home heißt die, mit diesen ganzen Themen, die wir hier auch gerade eben durchgehen. Und dann gibt es noch zwei Bereiche, die ich zum Abschluss noch hervorheben will und die sich aus meiner Sicht auch super eignen für Training, vor allem Richtung Badminton-Spezifik mehr. Das ist zum einen, ich habe es jetzt mal Leichtfüßigkeit genannt. Das ist, glaube ich, was vielen Spielern abgeht, mir auch. Und ich will jetzt die Zeit auch nutzen, daran zu arbeiten, leichtfüßiger zu werden. Das heißt, mehr Power einfach vor allem in den Waden zu haben und einfach generell ein bisschen federnder, ökonomischer auf den Fußballen zu arbeiten. Was sich da ideal anbietet, ist erstmal Seilspringen, aber auch verschiedene Sprungprogramme oder eben auch Schattenbadminton, was wir ja weiterhin machen können, auch wenn die Hallen zu sind, und eignet sich super, so einen klaren Fokus darauf zu setzen, sich schön weich, geschmeidig zu bewegen und auch federnd aus den Fußballen. Ganz wichtig, wenn ihr da mit anfangen möchtet, fangt langsam an, weil auch so ein Seilspringen unterschätzt man oft leicht, aber wenn man lange nichts in der Richtung gemacht hat, ist es extrem anspruchsvoll für die unteren Extremitäten und man sollte das langsam steigern, genauso wie den nächsten Punkt, den ich noch ansprechen will, und zwar Power im Arm. Das ist, finde ich, so ein Thema, dass man wenn man viel trainiert vor allem, oftmals ein bisschen hinten anstellen muss, beziehungsweise gar nicht so spezifisch machen muss, weil man einfach viele Schläge in der Halle hat und das dann leicht zu Überlastungen führt, wenn man dann noch zusätzlich viel Armpower extra machen möchte. Ich glaube aber, dass es jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist, daran zu arbeiten. Viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, Klassiker einfach mit schwerem Schläger kann man auch einfach im Zirkeltraining einbauen, dass ich hier Rotation in eine bestimmte Richtung mit ganz viel Power in entweder Pronation oder in die andere Richtung Supination mache, kann ich einbauen für Armpower. Dann, was ich euch auch empfehlen kann, ist ich habe es mir selber gebastelt, ist so ein Stock mit einem Gewicht, was man hochkurbelt, extrem intensiv für den Unterarm, und man merkt, wenn man es auch vor allem während man regelmäßiges Hallentraining hat, man merkt extrem die zusätzliche Power, die man im Arm bekommt. Auch da in einem Video ist nochmal erklärt, wie ihr den bauen könnt, beziehungsweise er kostet 20 Euro, glaube ich, wenn ihr euch so einen fertigen bestellen wollt. Und ja, super Tool, auch genauso im Zirkel nutzbar, wenn ihr so ein Gerät habt. Und letzter Punkt, da habe ich ein kurzes Video noch gemacht, was ich für mich jetzt auch so als Ziel gesetzt habe, woran ich arbeiten möchte, so das Thema Anspannung, Entspannung im Schlag. Und natürlich ist es schöner, wenn wir ein Feld haben, aber trotzdem geht das in einem Moment jetzt auch relativ gut. Einfach auf Zuwurf, möglichst lange locker und die Schlagbewegung so kurz wie möglich und trotzdem Power in den Schlag. Wir können verschiedene Bereiche durchgehen, Vorhand, Unterhand, Vorhand, Überhand, Rückhand, Unterhand, Rückhand, Überhand. Und mein Gefühl auch generell übergreifend in ganz Deutschland, finde ich, gibt es zum Beispiel sehr wenig Spieler, die gut töten können, weil sie einfach kein gutes Timing und keine kurz genug, also die Bewegung nicht kurz genug ist beim Töten. Wie gesagt, ihr könnt euch so eine, wie ich es gemacht habe, so einen Vorhang aufhängen, dann geht das relativ geräuschlos. Mit der Wand ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Aber genau dieses lange Halten, lockerer Griff und dann kurz mit Power zupacken, super Möglichkeit, das jetzt zu üben und jetzt auch intensiv, weil wir keine extra Belastung durch Training in der Halle haben. Also das so meine Ideen, die ich momentan habe. Alles, was ich so sehe zum richtig Badminton-spezifischen Mitschlagen, im Moment relativ schwierig, aber bin gerne weiter auf der Suche, und wenn es da Tipps von euch gibt, Ideen von euch, bin ich da auch sehr begeistert, da neue Sachen zu hören, auszuprobieren, und ja, genau. Gut, so viel dazu. Jetzt wollen wir noch zum zweiten und zum dritten S weitergehen. Denn die richtige Strategie kann richtig viel Zeit sparen, ist auf jeden Fall mit ausschlaggebend für den Trainingserfolg. Und im Hochleistungsbereich ist es ja genau die Aufgabe von Top-Trainern, möglichst genau den Trainingsplan auf Leute abzustimmen, dass die letzten paar Prozente rausholen können. Aber
Und die anderen beiden S, die ich jetzt vorstellen werde, ist die Strategie, die ihr habt, oder der Plan, komplett wertlos. Denn ich habe euch viele Tipps gegeben. Ich glaube auch, das sind Tipps, die euch helfen werden. Aber jeder, der mega motiviert ist, der sagt, er investiert Zeit und ihr habt im Internet so viele Möglichkeiten, würde das meiste davon wahrscheinlich auch finden. Und selbst mit einer mittelmäßigen Strategie, wenn ihr jetzt sagen wir nicht im Hochleistungsbereich seid, würdet ihr trotzdem Trainingserfolge haben. Also es ist nicht klar, es kann Zeit sparen, es kann effektiv sein, aber es ist wie zum Beispiel, auch wenn wir abnehmen wollen, ich glaube, keiner hat keine Idee oder gar keine Ahnung, wie man abnehmen kann. Es ist erstmal relativ simpel in den Grundzügen. Klar gibt es vielleicht Strategien, die uns den Erfolg erleichtern und schneller machen, aber es ist erstmal nicht so, dass man keine Ahnung hat, wie es möglich ist, abzunehmen. Es geht vielmehr um andere Aspekte. Und jetzt möchte ich nochmal eine Umfrage mit euch machen. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt hier eine Strecke, es müssen jetzt nicht 400 Meter sein, es kann einfach eine Laufstrecke sein, die in vier gleich lange Abschnitte geteilt ist. Also wir legen hier los, dann A, B, C, D. Und ihr sollt mal abstimmen, was ihr denkt, welches Viertel jetzt, welches Streckenabschnitt der härteste ist. Einmal noch Abstimmung. Zeichnet sich ein klares Bild ab. Warten noch 5 Sekunden. Ein paar Leute haben noch nicht abgestimmt. Okay. Genau das, was ich auch gesagt hätte. Und ich denke, die Begründung, erstmal ja, Start, bin ich noch frisch, bin ich noch fit. Man geht mit Vollgas daran. Und hier B, jeder, der schon mal 200 Meter gesprintet ist, wenn wir jetzt bei dem bleiben, merkt schon da hinten, da ist der erste Energiespeicher leer, da wird es dann hart. Und genau diese Kurve hier, wenn wir 400 Meter laufen auch, man hat das Ziel nicht vor Augen, es ist noch so weit. Wenn man hier hinten wieder ist, dann geht es wieder besser. Aber ich würde auch auf jeden Fall sagen C. Und warum ich das jetzt noch, warum diese Frage? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir bald bei dieser ganzen Krise genau in dieses C reinkommt. Im Moment, gefühlt kommt jeden Tag irgendwie ein neues Tool, es kommt jemand anders mit Online-Trainingsplänen, Online-Möglichkeiten, Workouts zu machen und ja, einfach durch dieses Riesenangebot, es reißt einen irgendwie erstmal mit, man ist hier in dem Bereich, ach ja, komm, das schaffen wir jetzt durch diese Zeit durch. Ich habe aber schon das Gefühl, wir sind schon langsam hier, wird von Tag zu Tag ein bisschen weniger. Viele Leute, die da am Anfang motiviert dabei waren, überraschenderweise vielleicht, weil sie sonst nicht so motiviert sind, fallen jetzt schon wieder ab. Und ich habe eine Sorge, dass hier vor allem viele Probleme bekommen werden. Wir haben genau die Situation auch, dass wir nicht genau wissen, wann können wir wieder in die Halle, wie lang wird diese Phase sein, bis wir wieder ein Ziel vor Augen haben. Und deshalb ist es, glaube ich, aus meiner Sicht wichtig, sich auch zu überlegen, wie kann ich dieses Training auch notfalls über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten und auch ohne Halle besser werden, die Zeit nutzen. Und jetzt kommt das zweite S ins Spiel, das als Story, also die Geschichte, die Einstellung hat, die man gegenüber einer bestimmten Sache hat. Und das lässt sich auf viele Bereiche übertragen. Aber die Frage jetzt an euch, überlegt euch mal, wenn euch jetzt jemand fragt, wie das für euch als Trainer oder als Sportler ist, diese ganze Corona-Situation. Ihr könnt nicht in die Halle. Was sagt ihr zu diesen Leuten? Das, was ich ganz oft höre und auch ganz oft lese, auch von Topspielern, ja, ist blöd, wir haben keine Möglichkeit zu trainieren in der Halle, das ist schon schlecht, aber wir machen jetzt halt das Beste draus und halten uns fit. Und das ist fast das, was ich von wie ich sage mal, 80-90% höre. Ja, ist sicher wahr, es ist für uns nicht gut als Spieler, dass wir nicht in die Halle können, aber wenn wir uns das erzählen, glaube ich, ist das eine Story, eine Einstellung, eine Geschichte, die uns limitiert, vor allem, wenn wir in diesen dritten Bereich hier reinkommen werden. Und wir könnten es auch so formulieren, oder so sehe ich die ganze Sache, dass es vielmehr eine Chance ist. Weil jetzt können wir fitter werden als jemals zuvor. So viel Zeit hat man noch nie gehabt, an den Schwächen zu arbeiten. Und vor allem gibt es ganz, ganz viele, die genau in diesen dritten Bereich abschmieren werden, die wir überholen können. Und ich glaube, sowohl im Hochleistungsbereich, die Leute können es genauso sehen, weil es auf weltweit sind die Leute in dieser Situation. Und ich glaube, wenn man den richtigen Mindset hat und einfach die richtige Grundeinstellung dem Ganzen gegenüber, dann kann ich auch wirklich
das Ganze als Chance nutzen und im Endeffekt als Vorteil nutzen. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Finanzen und Finanzmärkten aus, aber was man immer hört, ist das jetzt ja die Zeit, wo eigentlich alles den Bach runtergeht, wo die meisten Leute am meisten Profit machen, wo sie ganz gezielt auch das Ganze als Chance nutzen, und weil die meisten Leute einfach irgendwann abknicken, wegknicken. Und ich glaube, dass wir das ähnlich sehen sollten oder versuchen sollten, eine ähnliche Einstellung dazu zu entwickeln. Genau, das dritte S, das allerletzte noch, nennt er State. Ich finde, da gibt es keine gute Übersetzung, aber ich würde es jetzt mal so mit Motivationslage übersetzen. Das trifft es, finde ich, ganz gut. Und dieses Zitat hier rechts gefällt mir auch sehr gut, auch aus Trainersicht jetzt, dass man nicht der perfekte Trainer sein muss, im Sinne von, man muss alles wissen, man muss alles immer perfekt machen. Aber wenn man es schafft, einfach seine Spieler dazu zu bringen, dass sie begeistert, motiviert ins Training gehen und Spaß haben, dann schafft man es automatisch auch, dass sie besser werden. Rückblickend auf die Strategie, wir können den besten Trainingsplan geben, wir können die beste Strategie, wir können das beste Wissen haben. Wenn es nicht gemacht wird oder wenn wir es einfach nicht umsetzen, dann habe ich lieber eine mittelmäßige Strategie, die ich auch durchziehen kann und die ich machen kann. Also von daher dieses dritte S, vielleicht sogar das Wichtigste, wie motiviert bin ich wirklich, etwas durchzusetzen. Und als letzter kleiner wissenschaftlicher Exkurs, Begriffe haben viele von euch sicher schon mal gehört, aber vielleicht noch ganz kurz, weil es das Ganze, finde ich, schön praktisch veranschaulicht, auch die Situation, in der ihr euch vielleicht befindet oder in der sich eure Spieler befinden. Es gibt verschiedene Bereiche von Motivation. Amotiviert bedeutet, ich hasse eine bestimmte Tätigkeit und es gibt gar keinen Anreiz, der mich dazu bewegt. Also wenn ich Athletiktraining furchtbar finde und auch nicht sehe, dass es mich irgendwie besser macht, mich meinen Zielen näher bringt, werde ich es nie machen. Auf der anderen Seite, wenn ich Athletiktraining so liebe, unabhängig einfach die Tätigkeit an sich, das nennen wir dann intrinsisch motiviert, dann ist natürlich super, dann machen wir das so oft wie nur möglich und müssen eher gebremst werden dabei. In den meisten Fällen sind wir aber hier in der Mitte, dass es schon irgendwie vor allem bei so Bereichen wie Athletik, Ausdauer eher äußere Anreize gibt. Da gibt es verschieden gute und verschieden schlechte, würde ich sagen. Zum einen hier, wenn man hinten guckt, meine Eltern drängen mich zum Athletiktraining, vor allem in jüngeren Jahren, bestimmt häufig. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn dieser Drang nicht mehr da ist, dann sicher auch das Athletiktraining nicht mehr gemacht wird. Auf der anderen Seite zum Beispiel hier, integrierte Motivation bedeutet so viel wie, es ist einfach schon zur Gewohnheit geworden. Ich habe einfach das in meinen Alltag integriert und es gehört für mich mittlerweile einfach dazu, Athletiktraining zu machen. Es ist nicht die Tätigkeit, die mir unglaublich viel Spaß macht, aber es erfordert auch keine zusätzliche Motivation oder keinen Willen von mir mehr, dass ich es aufnehme. Ungefähr so wie wahrscheinlich oder hoffentlich Zähneputzen bei den meisten von euch oder vielleicht auch bei einigen das Bett am Morgen machen. Wenn man es oft genug macht, wenn man eine Routine daraus entwickelt, dann wird es irgendwann einfach. Man muss sich gar nicht mehr extra dazu motivieren. Viele oder die meisten Sportler sind, glaube ich, hier drin, in diesen Bereichen. Also dass vor allem sowas wie ein Ausdauerlauf, ein Athletiktraining nicht sonderlich viel Spaß macht. Es kann auf jeden Fall Spaß machen, vor allem wenn man es in der Gruppe macht. Aber wenn ich jetzt allein für mich daheim einen Zirkel durchziehen muss, ja, in der Regel, die meisten Sportler, glaube ich, machen es, weil sie ein Ziel vor Augen haben. Und wenn ich euch jetzt zum Abschluss noch ein paar Tipps geben kann, wie wir es vielleicht schaffen, in der Kurve hier hinten im dritten Streckenabschnitt durchzuhalten oder wie eure Spieler das schaffen, durchzuhalten, dann ist das Erste erstmal hier in die Richtung Ziel formulieren und vor allem ein Ziel aufzuschreiben. Wir sind jetzt von der Zeit her knapp, aber sonst hätte ich euch gebeten, schreibt es mal auf, versucht so konkret wie möglich zu formulieren, was ihr euch im Bereich Athletik für die nächsten 4 Wochen oder für bis zum Ende der Ausgangssperre vornehmt oder bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen vornehmt. Und Studien haben mit gezeigt, dass dadurch allein, nur durch das Aufschreiben, die Leute eine fast 80% höhere Erfolgschance haben. Was auch noch extrem viel hilft, ist, das Ganze sozial zu teilen. Also wenn ihr dann noch das Ziel am besten euren 5 besten Freunden schickt und sagt, hey, schau mal, das ist mein Ziel, was ich mir genommen habe, steigert die Chance nochmal, dass ihr es erreicht. Einfach, es entsteht natürlich auch ein gewisser Druck, dass man diese Ankündigung dann auch erfüllen will. Und wenn es andere wissen, ist es natürlich schwieriger, dann da auszuweichen. Aber generell versucht jetzt vor allem, euch Ziele zu definieren und schreibt die auf. Im Kopf helfen sie viel, viel weniger,
als wenn ich sie klar habe. Und am besten hängt sie euch an euren Spiegel, wenn ihr morgens zum Zähneputzen geht, seht ihr gleich, ah, okay, das ist mein Ziel. Ruft euch das in den Kopf und denkt immer daran, dass das alles hier vielleicht auch eine Chance sein kann und nicht nur Scheiße, wieder ein Tag ohne Halle. Zweiter Tipp noch für euch, versucht Routinen zu entwickeln. Also genau das, was ich vorher angesprochen habe, wenn ich es nur lang genug mache, wird es irgendwann leichter. Ich habe das Gefühl immer, wenn ich im Sommer laufen gehe, die ersten Läufe sind absolute Qual und ich muss mich echt mega aufraffen dazu. Und nach ein paar Wochen kriege ich so dieses Gefühl, ich habe meine feste Zeit, zu der gehe ich laufen und das mache ich dann einfach. Ich habe keine große Barriere mehr, die ich überwinden will. Irgendwie wird es langsam zu meinem Alltag im Sommer, zu meiner Routine. Und genauso kann es auch werden mit zum Beispiel Athletiktraining. Wir haben jedes Mal Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag immer fest um 10 Uhr eine Stunde per Konferenz Athletiktraining. Und ich glaube, dass diese Routine auch jedem von uns hilft, viel weniger Motivation aufwenden zu müssen oder uns viel leichter dazu zu motivieren. Letzter Punkt, jetzt für die Trainer unter euch. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist und auch meine Erfahrung ist jetzt, die soziale Distanz zu überbrücken, hilft uns extrem viel. Ich glaube, das wird auch noch deutlich mehr von Bedeutung sein in den nächsten Wochen, als es jetzt schon ist. Aber dieser soziale Faktor ist auch das, was uns ganz oft dazu bewegt, Sachen zu machen. Viele gehen auch ins Training, vor allem jüngere Spieler, die haben noch gar kein klares Ziel, die sind einfach gerne unter Leuten und sind mit ihren Freunden dort einfach in der Einheit. Von daher versucht genau diese soziale Distanz zu überbrücken. Ihr könnt euch auch natürlich an Spieler, verabredet euch per Skype zum Athletiktraining, macht es nicht alleine. Versucht euch da auch vielleicht gemeinsam Termine zu finden und so ein bisschen quasi dadurch einen Zwang zu erzeugen, okay, 14 Uhr haben wir wieder zu viert, da kann ich jetzt nicht mich drücken, da muss ich jetzt dabei sein. Und ihr werdet sehen, dass das auch dabei hilft, dann vielleicht wieder Routinen zu entwickeln und es durchzuziehen. Letzter Punkt für Trainersicht, ganz, ganz wichtig und deshalb fand ich es schön, dass viele von euch am Anfang auf C geklickt haben, weil ich glaube, wir sollten da auch ein Vorbild sein. Es ist immer schwierig, irgendwas zu predigen, wenn wir es selber nicht machen. Und spätestens jetzt wisst ihr alle, wie wichtig auch Mobility nicht nur für den Badmintonspieler ist, sondern für jeden, der irgendwie ein gesunden, leistungsfähigen Körper haben will. Von daher versucht, ihr müsst nicht 10 Workouts am Tag machen, aber versucht trotzdem auch als Trainer regelmäßig als Routine jetzt sowas mit in euren Alltag einzubauen und versucht euch auch eure Spieler zu wertschätzen, wenn sie irgendwas erledigt haben. Auch wenn sie mal vielleicht jetzt einen Post hochladen, um sich zu präsentieren, wie sie gerade Athletiktraining machen, ruhig auch mal loben und sagen, gut gemacht, cool, dass du das durchziehst. Und diese Wertschätzung, die sie sonst vielleicht im Training bekommen würden, weil man sie lobt, wenn sie was gut machen, auch jetzt nicht vergessen und auch da wieder ein bisschen soziale Distanz zu überbrücken. Gut, ich habe leider meine Vorgabe von der Zeit nicht eingehalten. Es tut mir leid, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir die paar Minuten, die ich jetzt überzogen habe. Wenn ihr gleich noch Fragen habt, unglaublich gerne. Ich habe noch Zeit, nehme mir auch gerne Zeit für die Fragen. Schon nochmal als Hinweis für die nächste Session. Am Freitag um 16 Uhr wird die nächste Session über die DBV Talentscout-Ausbildung stattfinden. Und auch aus meiner Sicht, ich bin wie gesagt viel auch in der Lehre tätig, ein super Modell, super Konzept, was jetzt ins Leben gerufen wurde von Rainer Diehl und Daniel Pacheco. Und kann ich euch auch wirklich da wieder nur empfehlen, schaut da rein. Die beiden können vor allem so zum Thema Kinder-Jugendtraining, Talent, was ist Talent überhaupt, echt ganz spannende Einblicke geben. Und genau, kann euch da auch nur die nächste Session wieder ans Herz legen. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Gut, dann bin ich am Ende. Ich weiß nicht, Dominik, soll ich die Aufzeichnung beenden, auch wenn jetzt noch Fragen kommen, oder sollen wir die Fragen mit aufzeichnen? Nach den Fragen. Okay, gut, dann, falls es Fragen gibt, nutzt den Chat oder gerne auch das Mikrofon nutzen. Dann müsst ihr nicht so viel tippen. Auch das gerne. Vielen Dank, Hendrik, das freut mich. Danke, das wünsche ich euch natürlich auch, Gesundheit, beziehungsweise ich bin leider jetzt in den letzten Wochen immer angeschlagen ein bisschen und kann, ich hätte das gerne mitgemacht gerade, geht leider im Moment nicht, aber ich hoffe, dass ich bald wieder durchziehen kann und
mir ein gutes Ziel setzen kann. Sehr gerne. Ich kann euch noch den Link zu dieser Podcast-Folge gerade raussuchen, die ich wirklich extrem empfehlen kann, wo er auch nochmal die 3S erklärt mit verschiedenen Beispielen. Super, und ich finde genau in unserer aktuellen Lage auch sehr viel übertragbar, anwendbar. Ja. Wann ich noch in meinem Stream bin, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob noch mal. Aber die nächsten Termine sind noch gar nicht geklärt, weil wir auch nicht wissen, wie lange im Voraus müssen wir oder müssen da jetzt Termine geplant werden. Aber als Zuschauer bin ich auf jeden Fall dabei und wird vielleicht noch mal ein Thema kommen, wo ich was zu beisteuern kann. Genau, so, jetzt habe ich den Link gefunden. Den gibt es noch hier. Und ja, dann, wenn sonst keine Fragen mehr von euch sind, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, vor allem bleibt motiviert. Jetzt hoffentlich habt ihr ein paar Ideen, wie ihr euch motiviert halten könnt oder andere motiviert halten könnt. Seht die ganze Sache mehr als Chance, nicht so sehr als Krise. Und dann hoffentlich sehen wir uns vielleicht jetzt erstmal in Webinarform irgendwo und dann natürlich auch nach der Krise oder nach der Chance dann in den Hallen. Macht's gut. Ciao.